Was geht auf YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute Hau ab mit McManus und Tiger Sword. Was soll der Scheiß? Wir spielen Hau ab, okay? Ja. Hallo. Hallo erstmal. Entschuldigung, ich werde hier an der Seite so hart, wurde ich hart reingepiekst. So hart reingepiekst? So hart reingepiekst. Ding. Ich frage mich jetzt gerade, wie die Spielregeln sind bei Hau ab. Du musst gehen. So, ich komme abtanken. Ich gerade, was ich jetzt noch hochbringen wollte. Was? Nee. Ist nur Mongo. Feld 1. Ja, wo denn da? Ja, ganz links. Du wolltest doch gleich das Stück da wegmachen, damit du hier drauf fahren kannst. Komm aufs Feld. Was soll ich? Aufs Feld fahren! Oder denn? Warte mal, ist da eine Straße daneben? Ja. Und da reicht hier mit zwei Hängern, ey, das ist es. Einsatz. Komm, mach leer, Mann! Ja, du bist ja gar nicht drunter. Nicht. Pferde ins Korn, ey, ich glaub's einfach nicht. Ungehobeltes Stück. Wieso ist ein Mähdrescher, der muss ins Feld. So, ich sehe gerade, wir haben ein bisschen Geld zur Verfügung. Oh, und Marius geht shoppen. Ich habe mal wieder so einen pinken Faktor hier stehen. Naja, ich überlege. Uns den Panda DB50 holen. Gucken wir bei Anhänger, der letzte. Ja, Anhänger brauchen wir auf jeden Fall. Oh, der sieht auch schick aus, ne? Kauf den mal. Ist nicht so schlecht, oder? Ja, kauf den mal. Wir brauchen wirklich mehr Anhänger. Weißt du, was das Schlimme? Ich lasse jetzt den mal stehen. Ja, das wäre super. Fahr mal, mach mal Feldblatt hier. Feldstellen. Machst du mit Stroh schwarz? Ja. Ja? Der Tiger ist hier schon am Aufsammeln, deswegen ist da nichts. Ah! Mach gleich den Schnellfermentierer randvoll. Essen. Stimmt. Tiger. Könnte man machen, ja. Ja, ne, bevor wir das jetzt wieder tonnenweise einlagern, wir haben doch so viel Stroh. Können wir auf jeden Fall den Schnellfermentierer randvoll klatschen. Wir brauchen Silage, Silage, Silage. Wir brauchen Silage! Brauchen wir? Ja. Nicht nur reichlich, sondern auch viel! Also ich wäre fürs Gras, das können wir wenigstens rauchen. Was? Eiger, bitte. Darf ja uns wahr sein, ey. Soll ich sowas sagen? Oh, Alter. Mann, Mann, Mann. Immer wie Monster trinken. Das geht so nicht, ey. Oh, nein, jetzt bin ich aber schon angefahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in der Woche wenig Monster getrunken. Ja. Komm, wie, hey, die Story habe ich noch gar nicht erzählt. Komm, mal, lass mich abholen. Meine Gamescom und so. Aber wollten wir noch eben kurz nach Lidl was für halt zu trinken in und so. Lidl. In den Lidl. Ein Ort. Hm. Ach, halt die Klappe. Jetzt bin ich raus, hab ich keinen Bock mehr. Echt? Ja, du warst im Lidl, hast gleich mal Monster gegönnt, oder? Der so. Oh. Warum wusste ich das? Das ist schwer bei so einem Bobo, ey. So, was sagt ihr zu dem Anhänger jetzt? Wollen wir den holen oder nicht? Ja, ja, holen ruhig. Da holst du den schon ab und alles, ey, bist voll nett. Dann, wieso steht denn unser Big Watt hier am Händler? Das hab ich dir vorhin noch erzählt, aber ist okay. Echt?
Hat er, glaube ich, schon. Hat er am Anfang gesagt, wo wir auf den Server gejoint sind, und in der Folge hat er es nochmal erzählt. Ja, was denn? Er hatte mit seinem Kollegen. Als mein Kollege geholfen hat, da er das DLC nicht hatte, musste ich es deaktivieren und entsprechend das Ding auch neu kaufen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Echt? Hast du echt erzählt? Ja. Boah, was ist denn nur los, ey? Gut, ich trinke hier auch eine Menge Wasser gerade. Oh, es ist schon wieder so abgefuckt warm, ey. Das kotzt mich ab. Ich hab hier gerade in meinem Zimmer flauschige 28 Grad. Was? Ich bin ja auch am Schwitzen, ey. 28 Grad ist ja ekelhaft, ist ja wärmer wie draußen. Tja. Boah, dem Dach halt, ne? Achso, ja, klar. Sag mal, mit welcher Tastenkombination machst du mit bei dem Lenkrad das Dingen an? Beim das Schneidwerk? Das Schneidwerk? Musst du selber belegen, einstellen alles? Auf dein Lenkrad? Das musst du selber belegen. Ja, du hast. Nö. Und damit senke ich das. Ja, du hast ein paar Funktionen, sind zwar schon festgelegt, aber im Grunde musst du es selber nochmal festlegen. So. So, das hat sich ja gelohnt. Die produzieren ja dagegen relativ schnell. Ja. So beschissen rum mit dem Anhänger. Oh, Kacke. Eigentlich eine Lenkachse oder sogar zwei Lenkachsen. Ja, zwei Lenkachsen. Wow. Der fährt eigentlich geschmeidig schon. Bei einem Riesenteil, ey, das ist irre. Ja, den haben wir letzte Woche auch mal ausprobiert. Und? Bin den gut. Bin den auch gut. Gefällt mir. Es gibt noch viel mehr Anhänger. Wir sollten beim von Mod Hub noch ein bisschen rein. So, haben wir den Rest mit Silage noch voll. Ohne. Und düsen einmal zur Futtermischstation, dann sollten die auch wieder ganz gut versorgt sein. Und Mischfutter produzieren ohne Ende. Und dann müssen wir mal schauen, was jetzt noch ansteht, oder? Was steht denn aktuell noch an? Könnt ihr mal bei die Tiere, bei die Fleisch- und Wurstproduktion schauen. Ist die ausgeleert? Nee, das hat mich nichts abgeholt, das habe ich nur hingebracht. Was ist denn überhaupt mit den Fischen? Da haben wir uns jetzt gar nicht drum gekümmert. Da muss, glaube ich, noch Mais hin. Deswegen hatten wir ja Mais angesät oder sowas, ne? Glaube ja. Oder ein bisschen Mais war schon da, aber ja, nicht genug. Der war aber auch immer gleich auf. Ja, okay. Kann aber sein. Wie und sonst? Wie war die Heimfahrt, Tino? Lang und anstrengend. Ja. Aber es gab einen Chicken Burger, einen Cheeseburger und einen Milchshake. Ja. Ja, Randy hat, glaube ich, sehr befriedigt. Randy hat, glaube ich, zwei Milchshakes gekriegt. Einen bezahlt, einen bestellt, aber zwei bekommen oder so. Okay. Welcher groß? So. Okay, super, da haben wir das auch. And tonight. Yeah, yeah. Oh, Hitcher ist auch schon wieder zu Hause? Hab ich gerade gelesen, ja.
Können wir den ja vielleicht jetzt gleich mal noch so Forest machen. Und los. Ich glaube, wir stecken Freezy ins Bett und machen zu zweit weiter. Ja, Freezy. Hast du gehört? Was denn? Wann hat er denn was zu sagen? War nur ein Vorschlag. Weil du so wehleidig bist. Ich bin nicht wehleidig. So. Also das Lachen in deinem Hintergrund war gerade eindeutig. Deine Frau ein bisschen spielen. Ja. Nö. Aber die können wir doch viel besser leiden. So. Da schon. Das. Wo wir auf jeden Fall auch mal drauf Auge haben sollten, ist ein neuer Mähdrescher. Das wäre eine super Investition, um ehrlich zu sein. Hast du so einen coolen Klaas-Drescher oder sowas cooles. Oder? Aber nicht die Monster-Edition, das kannst du knicken. Hab ich doch jetzt kein Wort von verloren, Alter. Und wenn? Ja, man könnte vielleicht dieses Klaas-Stage-Pack mit reinnehmen, da sind verschiedene Größen drin. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Und weiß ich ja, was ich da noch zu tun habe. Haben sogar schon einen relativ großen Drescher, sehe ich gerade. Mit dem Turm 760. Wir sind eigentlich auch doof. So? Wir können ja ein viel größeres Schneidwerk da dran hängen. Das würde gehen, ja. So groß, so lang wie das Rohr ist? Aber und das Schneidwerk verkaufe ich. Weiß ja nicht, ob das 13,70 Meter Schneidwerk dran geht. Da habe ich leider keine Ahnung. So. Aber das könnten wir ja ausprobieren, oder? Ja, sicher. Auf jeden Fall Sinn machen, weil wie gesagt, das Rohr hat ja noch eine Menge Platz. Wie sie bleiben wir kurz stehen. Sag mal dein Rohr aus. Lass mich erwähnen, es erst so zum Essen ein. Jetzt klappt das Ding aus, los. Kann ich jetzt nicht messen. Oh, so circa 6-7 Meter an der Seite hin. Ja, das müsste eigentlich passen mit dem Schneidwerk. Passt mit den 13,70 Meter, oder? Müsste eigentlich, ja. Haben wir einen Schneidwerkswagen für das Teil hier? Nö. Echt nicht? Nö, haben wir nicht gebraucht. Das Problem ist, wir müssen das Schneidwerk erst verkaufen. Ja, dann muss er wohl mit dem ganzen Drescher zum Händler fahren. Das Problem ist, für das andere werden wir einen Schneidwerkswagen brauchen, oder? Das 13 Meter hat einen eigenen drunter, fest installiert. Stimmt, dann müsstest du damit hinfahren. Er ist schon unterwegs. Oh.
Ja, umso schneller, ne? Aber hallo. Größer ist besser, ne? So, oh, dann aber wir mal schauen. Meine lieben Freunde, wie wir das neue Schneidwerk kaufen, das sehen wir in der nächsten Folge. Schaut bei den McManus vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.